Sag mal, bin ich denn verrückt geworden? Also gleich bin ich hin. Schnell mal ein Happen essen. So, ham, nam, 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 nam. Ah, scheiße, kein Wasser mehr. Super. Ich werde wahrscheinlich gleich sterben. Das macht aber nichts. So, jetzt, einmal ich hab doch hier ein Dings. Was mache ich denn hier? Ich hab da, oh, da ist ein Schaf. Das ist neu. Ah, bam, 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 bam. Hopp. So. Jetzt kann's losgehen. Moin. Ja. Ich bin genau dort stehen geblieben, wo ich letztes Mal aufgehört habe. Dies mit den Frühschichten habe ich da schon mal erwähnt, dass ich das doof finde. Gut, wir machen einfach mal weiter. Da oben in der Ecke die Fehlermeldung bitte ignorieren, die entstehen immer noch. Das soll uns aber nicht weiter stören. Man sieht, hier ist tatsächlich weder hier noch da drin irgendwie irgendwas passiert. Ja, Frühschicht und so, ne? Egal. Wir wollten mal schauen, dass wir diesen Keller hier mal irgendwann fertig bekommen. Mit dem Gang hier entsprechend und dann hier hinten halt die Einrichtung so ein bisschen. Gut, ich blende mal ganz kurz was ein. Ja, das ist so ein Update-Script, was ich mir gebastelt hatte. Funktioniert, hat allerdings den ganz kleinen Nachteil, dass es tatsächlich auch alles updatet. In der neuesten Version von dem Home-Decor-Mod, da ist irgendwie so ein bisschen was schief gelaufen. Ich musste also erst einmal wieder downgraden. Aber gut, das ist nicht weiter tragisch, ist jetzt quasi auf dem Stand von letzter Woche, nicht auf dem aktuellen Stand. Habe ich aber schon Bescheid gesagt. Also, das wird in Ordnung gebracht. Dann, man sieht es vielleicht, die prominenteste Änderung in Carbon. Schau mal das Fadenkreuz an. Das ist neu. Es ist jetzt tatsächlich auch ein richtiges Fadenkreuz, im Sinne von, da ist ein Kreuz und kein Punkt mehr. Kann man so machen? Muss man nicht. Ich habe mich an den Punkt eigentlich gewöhnt inzwischen. Vor allem, weil so ein Fadenkreuz ja nicht so ganz wichtig ist in meinen Tests, sag ich mal. Aber gut, ist in Ordnung, kann man mit leben. Dann werde ich mal ein wenig Zeug wegschmeißen. Also langsam riecht mich dieses komplett volle Inventar nämlich echt so ein bisschen auf. Zwar schade um das ganze Material, aber das kann ich mir im Zweifelsfall ja neu holen. Aber ich brauche endlich wieder ein bisschen Platz. Also so langsam ist echt mal gut hier. Ah, weg mit der Scheiße hier. Weg damit. Egal, egal, egal. Mache ich alles neu. Ist alles kein Problem. Sind alles Billigmaterialien. Ja, die Sticks sollte ich vielleicht mal aufbewahren. Treppen können weg. Ich brauche keine Treppen mehr. Die brauche ich noch. Das brauche ich noch. So, dann ist hier gleich mal wieder ein bisschen Ordnung drin. Das lagere ich mal hier unten ein. Den Eimer mache ich auch gleich nochmal wieder voll. So, einmal voll machen. Einmal Eimer voll machen. Da oben schon wieder. Irgendwas haut doch da nicht hin. Bin ich mir nicht mehr so ganz sicher, wie das dann weiterlaufen soll. Vor allen Dingen, weil ich irgendwie gelesen hatte, so am Rande, dass Carbon an sich wohl nicht auf dem super aktuellsten Stand sein soll. Inwieweit das dann nun irgendwie von Nachteil ist, sag ich mal, sei mal dahingestellt. Es funktioniert, es tut, was es soll, es ist in Ordnung, es bietet eine ganze Menge. Aber nichtsdestotrotz, mal sind die nur noch 2D. Ups. Warte mal. Oh, ey Leute, hört doch mal bitte auf zu updaten und da Scheiße reinzubauen. Mann. Das ist aber noch 3D, naja. Ach, das ist doch doof, sowas. Ah, Mann, Mann, Mann. Die sind wahrscheinlich auch da nur noch. Ach, leck mich doch alle mal kreuzweise irgendwie über den Hintern. Ja. Zumindest ein paar Sachen sind noch 3D geblieben, das ist ja nett. Na ja, gut, die waren eh immer schon 2D. Die Türen sind jetzt.
Ja gut, okay, die waren wahrscheinlich auch schon, ne? Aber es ist echt, och, Leute. Das war doch so schön 3D hier oben. Sind die denn? Na? Ah, guck mal, hier sind nun echt nur noch, och, ganz ehrlich, ey, das ist scheiße. Das war vorher besser. Ja, man kann nicht alles haben. Irgendwas hatte ich vor. Kellerausbau. Genug aufgeregt. So, das brauche ich. Das kommt rein. Das habe ich natürlich nur alles gerade weggeschmissen. Da, diese scheiß Münzen hier. Die kommen hier auch mal rein. Zack. Sodele, sodele, sodele. Wollte gerade sagen, Mittelkick geht auch nicht mehr. Doch, aber der funktioniert noch. Braucht halt nur ein bisschen länger. So, das bleibt da oben drin, das ist egal. Ich mache erstmal die Wände hier an den an dem Abgang. Ich hoffe, man hört den Ton überhaupt. Ich höre den auf dem Kopfhörer nur sehr, sehr leise. Ich habe es mir auch ein bisschen leiser gestellt. Mal kurz mal aufdrehen. Ne, ist aber normal. Naja, gut. Ich muss es nicht hören, ihr müsst es hören. Zack, zack, zack. Treppe wird schön. So. Zack. Zack, zack. Ich habe übrigens auf dem Tisch direkt vor mir ein energiehaltiges Erfrischungsgetränk stehen. Ist wieder nicht das mit dem Bullen und auch nicht das andere. Sondern das, was einem dann als drittes in den Kopf kommt. Genau. Ich habe gerade eingesetzt. Und, ja. Ne? Wisst ihr Bescheid? Energie ist gut für dich. Energie macht frisch und gesund. Und macht gute Laune, wenn man... Nein, eigentlich nicht. Es ist, eine gute Tasse Kaffee tut's dann auch. Aber da habe ich nur gerade keinen Bock, wirklich zu machen. Dann habe ich so ein bisschen überlegt, ich bearbeite die Audiospur ja immer, bevor ich dann das Video dann quasi damit bearbeite und zusammenfüge und das alles so mache, dass es gut klingt nachher. Ich habe so ein bisschen überlegt, ob ich das sein lasse, dieses massive Bearbeiten, also Atemgeräusche raus, Husten raus und so weiter und so weiter. Also alles irgendwie raus, was in irgendeiner Art und Weise störend ist. Weil es auch relativ viel Aufwand ist und so Husten und Atmen ist ja letztendlich irgendwie auch was Menschliches und würde dann daher irgendwie auch drin bleiben können letztendlich, weil es ist halt nichts, ja, was nun ein Zuschauer bei einem Video nicht erwarten müsste, könnte, wie auch immer. Es ist halt eben da und es gehört halt eben dazu. In dem Video hier werde ich es wahrscheinlich noch rauseditieren. Die ganzen anderen Dinge wohl auch noch irgendwie so zusammenschnibbeln, dass es wieder einigermaßen wie ein vernünftiger Satz klingt. Und man hört es halt dann doch immer so ein bisschen. So. Nun wollen wir doch mal schauen. Das brutzelt noch vor sich hin. Das dauert natürlich noch eine Weile. Ich trinke erstmal ein Schlückchen. Das ist die Dose, ne? Also, mit echter Dose und so. Nein, das ist kein Bier, das ist ein energiehaltiges Erfrischungsgetränk. Ja, da ist nichts mehr drin, da ist auch nichts mehr drin, was ich brauche. Hier war auch nichts drin, ne? Na, da ist nur Kobbel drin. Ja. Ich weiß, ich muss hier irgendwann mal den Innenausbau machen, aber ich habe im Moment keinen Bock auf Innenausbau. Aber das werde ich auf jeden Fall noch machen. Ich lasse es hier nicht unvollendet. Dieses Gebäude hier, hier unten ist ja schon eingerichtet. Also das mit diesen Dingern hier, das riecht mich immer noch auf, dass die 2D sind. Jedenfalls sind die noch 3D. oh, da ist nichts mehr drin. Da ist noch was drin, den brauche ich gleich mal. Ja, das ist alles was anderes.
Zack. Ich gehe mal oben links. So. Wird gerade Nacht. Zack, so. Hat nämlich aufgehört zu brennen hier. Feuer frei. Ich brauche ganz viele von diesen Steinen hier. Da kommt man nicht drum rum. Das muss jetzt sein für den Ausbau. Na komm. Ich werde es dann auch erst so machen, dass ich die wirklich komplett, komplett einmal, ja, die Wände, ausbaue und verkleide und dann im nächsten Schritt das Design dann da reinbaue. Zumindest hier im Gang. Ja, der Rest, der passt sich dann eh dann so ein bisschen an. Da geht das dann wieder. So. Das Mausklicken hört man auch, ne? Ja, es ist halt die Maus, die klickt. Beziehungsweise ich klicke und die Maus macht das Geräusch dazu. Schneide ich sonst auch immer so ein bisschen raus? Ich weiß nicht. Also, ich meine, letztendlich kann ich es auch drin lassen. Ich meine nicht, dass ich euch beide da irgendwie jetzt nicht berücksichtigen oder nicht beachten würde, aber es ist nun doch so, dass irgendwie die Zuschauerzahl dieses Let's Plays nicht so super extrem mega hoch ist, wo ich nun sagen würde, es muss alles perfekt professionell sein. Sollte natürlich perfekt professionell sein, lässt sich aber leider manchmal nicht ändern. Vor allem mit diesem Schaf hier. Gib mal deine Wolle, danke. Brauche ich sowieso nicht. Aber jetzt habe ich sie zumindest. Konnte man die jetzt eigentlich inzwischen schnibbeln? Nö. Das ist eigentlich effizienter. Aus einem Stein kriege ich eine Treppe. Okay, das merken wir uns mal. So, eine Treppe, zwei Treppen, drei Treppen, vier Treppen, fünf Treppen, sechs Treppen. 7, 8, okay. ja, das ist effizienter, die manuell zu bauen. Ey, warum gibt's denn die Scheiße denn hier? Ja, das weiß ich auch nicht. Es ist halt so. Ja, aber das ist doch dann irgendwie komisch, ne? Ja, das ist dann irgendwie ein bisschen komisch, aber. Ja, aber was ist denn da? Ja, das ist halt so. Gut, dann, also es riecht mich immer noch auf. Ich komme auch nicht drüber weg. Bitte, bitte, wer auch immer dafür zuständig war, dass es nur noch 2D ist, mach es wieder 3D. Danke. Ach, da habe ich mich aber gerade ganz kräftig verschluckt. Das habe ich mal rausgeschnitten. Also das musste nur echt nicht sein. Und das ist diese Atemgeräusche. Ich weiß, dass ich relativ laut atme. Es ist halt leider nun einfach so. Ich denke mal, ich werde sie rausschneiden. Also so ganz schlimm ist es dann nicht, aber es nervt halt. Es nervt mich und wenn ich andere Videos gucke, nervt es mich eben auch. Deswegen werde ich da so ein bisschen drauf achten, einfach, dass ich das wegschneide. Ich weiß auch gar nicht, wie das ist mit einem anderen Mikrofon, ob das dann wirklich großartig anders wäre. Ist ja immer noch mein Wunsch oder meine Idee, dort das Ganze mal ein bisschen zu upgraden. Ich meine, jetzt steckt es noch manuell im Computer und ich habe dann nur irgendwie jetzt zwei Audio-Devices und ich blende es auch mal kurz ein. Ich mach das hier mal weg eben. Das hier. Also, ja, sind halt eben die beiden Audio-Devices, die dann da sind, die dann konfiguriert werden, die dann sich da gegenseitig manchmal so ein bisschen stören und alles. Mein Ziel ist dann, alles komplett extern über ein Audio-Interface zu machen. Über das kann dann eben, es wird dann an USB angeschlossen, die Onboard-Soundkarte des Mainboards deaktiviere ich im BIOS, dass die eben im System nicht mehr angezeigt wird. Dann ist nur noch ein einziges Audio-Device, was dann eben, ja, In- und Output bereitstellt. Und das ganze Mixing und die ganze Lautstärkeregelung und alles weitere läuft dann eben extern über diese Hardware. Wird im Endeffekt dafür sorgen, dass der Ton noch mal ein bisschen besser wird. Vor allen Dingen, dass ich ein bisschen mehr Möglichkeiten habe, da auch Sachen zu mixen im Zweifelsfall. Wird aber dann, ob es dann da wirklich zu führt, dass es dann auch besseren
Ja, bessere Qualität ja nicht, aber mehr Fokus auf die Sprache und weniger auf die Nebengeräusche dann vom Mikrofon, sich da irgendwie, ob es den dann geben wird, ist natürlich die Frage, das kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht. Ja, vor allen Dingen nicht, wie die ganzen anderen Let's Player ihren Kram bearbeiten oder nachbearbeiten. Wollte es gerade retuschieren sagen, aber das passt ja nur irgendwie nicht. Wie das nachbearbeitet wird, kann ich natürlich nicht sagen, das weiß ich einfach nicht. Kann mir aber durchaus vorstellen, dass mit entsprechender Hardware auch so Sachen wie Atemgeräusche und irgendwelche anderen komischen Nebengeräusche, wie das Klicken zum Beispiel der Maus oder eben die Geräusche der Tastatur, dass die so ein bisschen weggeschnitten werden und eben auch diese ganzen Atemgeräusche so ein bisschen verschwinden. Ja, also, ich weiß nicht, also, ich bin immer so faul. Es hindert mich auch immer so ein bisschen dann daran, Videos zu machen, die länger sind als so 20, 30 Minuten, weil halt die Nachbearbeitung so ewig lange dauert bei solchen Sachen. Ich höre mir also, kann das einmal kurz erklären, wenn das Audio und das Video aufgenommen wurde, also sprich, wenn die Bearbeitung beginnen kann nach dem Aufnehmen der entsprechenden Episode, dann fängt die Arbeit ja eben erst an. Dann läuft es so, dass ich in Order City mir das Detail einfach mal vornehme, auf Play drücke, mir das Ganze anhöre und immer dann, wenn irgendwie ein komisches Geräusch ist, mache ich Pause, markiere das, mute das. Ab und an verschiebe ich auch mal so ein paar Teile, schneide ein bisschen was raus, schneide Längen raus, schneide irgendwelche Dinge weg. Da, wo das, ja, wo der Kommentar oder die Sprache nicht zum Inhalt des Videos passt, schneide ich auch Sachen mal zusammen und sortiere sie ein bisschen um, dass es alles so ein bisschen, ja, mehr am Stück wirkt. Wer die Audiospur hört, wenn sie mal nicht bearbeitet ist, erkennt dann so ein bisschen, wie ich dann sonst, oder wie sonst mein normaler Sprachfluss ist. Ich denke mal, ich werde das zukünftig ja drin lassen. Ganz einfach, weil es so. Ne? Nun, wollen wir auch ehrlich sein, das ist, glaube ich, so das Wichtigste, wenn man, na komm, wenn man Videos macht auf YouTube, dass immer alles, was man macht, authentisch und ja auch ehrlich ist. Und da gehört dann halt eben auch der Sprachrhythmus dann dazu und das Atmen und das Räuspern. Ich meine, das ganz laute Husten, das werde ich natürlich auch weiterhin rausschneiden, sonst platzen euch beiden die Ohren, wenn ich dann da mal wieder am Schnauben bin. Das muss ja nur ordentlich sein. Also immer dann, wenn so ein bisschen Stille ist, fällt mir entweder gerade das nächste Wort nicht ein, ich muss einmal tief Luft holen, oder ich bin kräftig am Husten. So, und dann gibt es dann eben Phasen, da rede ich ein bisschen mehr, dann Phasen, dann rede ich ein bisschen weniger. Das geht auch immer ganz abrupt. Ja, dann sage ich einfach mal eine Minute nichts und dann labere ich einfach wieder munter drauf los und munter vor mich hin. Ich denke mal, das wird in Ordnung sein, wenn ich den Scheiß einfach so drin lasse. Wobei es natürlich dann doch so ein gewisser Drop in der Qualität ist. Den ich mir wahrscheinlich auch einfach nur einbilde und euch beiden ist es völlig egal, wie ich rede. Und der Rest, den interessiert es dann sowieso nicht. Weil findet ja sowieso niemand meine Videos. Ich muss ja auch sagen, ich bin ganz ehrlich, ich suche mich dann auch mal selbst auf YouTube und guck mal, nachdem ich ein Video hochgeladen habe, wie es denn zu finden ist. Und was mir aufgefallen ist, abgesehen davon, dass der Gang fertig ist, naja, bis auf die Decke, was mir aufgefallen ist, wenn ich bei YouTube nach meinen Videos suche, finde ich sie nicht. Es ist total merkwürdig, ich habe es auch mit einem anderen Account probiert. Hab einfach mal eingegeben, mein Test Let's Play Deutsch. Könnt ihr ja mal selber machen. Ich blende es auch gerne nochmal ein, was ich dann sehe. Bitteschön. ja, das ist das, was ich sehe. Und ich habe es sortiert nach Hochladedatum, nach allem Möglichen. Ab und an taucht mal irgendeins von meinen Videos so ein bisschen unten auf. Aber die Tags, die scheinen irgendwie, man kann sie setzen. Aber sie scheinen irgendwie gar nicht, ja, relevant zu sein. Das war übrigens so eine Sprachpause.
Ja, also die Tags scheinen da gar nicht relevant zu sein für die Suche. Ich habe auch rumprobiert mit irgendwelchen komischen Fantasietags, hab da danach. Also man findet es halt einfach nicht, ist total merkwürdig. Ich weiß nicht, ob ich die Tags vielleicht sonst irgendwie direkt ja, in die Videobeschreibung schreiben sollte. Weil darüber, ich blende es mal ein, eine Suche nach Mesecons. Ne? Meine Videos halt. Und nur deswegen, weil in der Beschreibung, war ich denn da? Weil in der Beschreibung drin steht, dass der Mesecons-Mod von mir ja genutzt wird. In der Modliste steht er eben mit drin unten. Wenn ihr die mal aufklappt, die Beschreibung, da steht es eben beschrieben, ja, Mod so und so, Mod so und so, Link so und so, Link so und so. Und da ist eben auch Mesecons mit bei. Deswegen, sobald man Mesecons eingibt, meine Videos, bam, 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 bam. Obwohl ich nicht ein einziges Mal bisher mit Mesecons auch nur irgendwas gemacht habe. Was ich mal eben ändere, glaube ich. So, so, so. So, so. So, so, so vielleicht? Nein? Nein, Ofen? Ich weiß leider nicht, wie man mit diesen Dingern arbeitet. Ofen? Brennt was? Brennt was. Ah. Na, gucke mal. Jetzt hat, das ist auch ein Grund, warum meine Videos auftauchen. Ich baue gleich einfach mal einen Streifen draußen auf dem Boden. Komm, jetzt hier, das reicht. Ich brauche Stein. Stein ist wichtiger. So. Also, Mesecons. Jetzt hat die Beschreibung oder das Auflisten der Suchergebnisse in den Video, in der Videosuche auf YouTube auch eine Begründung. Nämlich Mesecons auf dem Boden. Schön. Die kann man doch auch so stapeln, ne? Na, guck mal. Liebe Mindtest-Player, was ihr hier seht, ist etwas, was oh, jetzt gerade so ein bisschen verbuggt ist. Ja. Man kann irgendwie tolle Sachen, man kann die auch an der Wand hochbauen. Und liebe Minecraft-Player, was ihr hier seht, wenn es denn funktionieren würde, oh Scheiße, leck mich am Arsch. Liebe Minecraft-Player, das könnt ihr auch. Ich kann es aber besser als ihr. So. Ja, also die Linie hier, die lasse ich einfach mal. Ich wollte jetzt eigentlich so ein bisschen die Minecraft-Player hier mal wieder so ein bisschen dissen und sagen, ey, guck mal hier, man kann die Wand hochbauen, man kann die stapeln und das kann euer Redstone nicht, euer Blödes, das liegt nur rum. Aber wie man gesehen hat, ich kann es auch nicht, da bin ich wahrscheinlich einfach nur zu doof für. Geht garantiert. Ich habe es irgendwie im Hintergrund, da ist Meldrian da auch mal was mitgebaut hat und der konnte die auch an der Wand hochlegen und so eine Scheiße. Er kann ich dann auch. Bestimmt. So. Hier war stehen geblieben. Stein für inzwischen die Decke. Zack, nochmal nebenbei ein Schlückchen energiehaltiges Erfrischungsgetränk. Ja, dann sollte ich mir den Stein natürlich auch mal rausnehmen hier aus dem Crafting-Feld. Jetzt hatte ich doch vorhin gerade eben irgendwie was gesagt von wegen Mesecons und ach ja, wir waren stehen geblieben bei der Tatsache, dass meine Videos, wenn ich sie suche, nicht gefunden werden, wenn ich die Texte verwende. Darum werde ich wohl ja in der Beschreibung, in der Videobeschreibung die Tags, die ich verwende, auch nochmal unten einfach hinschreiben. Ganz einfach aufgrund der Tatsache, dass anscheinend die Videobeschreibung bei der Suche relevanter ist als, oh schön, hätte ja klappen können, relevanter ist als die Tags, was eigentlich ziemlich dämlich ist, weil die Tags dann doch irgendwie so ein bisschen eigentlich genau doch für sowas gedacht sind, dass man darüber dann eben, ohne den Inhalt anderweitig vollmüllen zu müssen, ja, Sachen suchen und Sachen finden kann, indem sie eben über diese Tags dann in Anführungszeichen klassifiziert werden, was natürlich bei YouTube anscheinend nicht funktioniert. Oder nur bei meinen Videos nicht, das kann natürlich auch sein. Ich meine, mit so ein paar Zuschauern kann ich natürlich nicht viel reißen, da bin ich ganz ehrlich. Deswegen wird es wahrscheinlich einfach da nicht funktionieren, weil der Algorithmus von YouTube meint, meine Tags sind nicht relevant genug.
Das kann natürlich auch sein, das will ich nicht beurteilen. Was ich aber eben sagen kann, wenn ich über Begriffe suche, die in der Videobeschreibung sind, dann wird auf jeden Fall ein bisschen was gefunden. So. So, dann das hier nochmal zur Seite. Ich meine, noch so ein Vorteil, wenn ich die Spur nicht mehr nachbearbeite oder nicht mehr so intensiv nachbearbeite wie bisher. Ich kann auch mal ruhig längere Videos machen. Aber das Hochladen dauert sowieso schon 100 Jahre, dann macht's dann die paar Minuten auch nicht mehr. Weil wir sind jetzt schon bei 25 Minuten. Und eigentlich habe ich noch nicht so richtig Bock, irgendwie jetzt Pause zu machen oder Ende zu machen. Wobei das wahrscheinlich 5 Minuten eh wieder anders aussieht. Da war übrigens wieder so eine abrupte Sprechpause. Das mache ich halt. Was habe ich hier eigentlich mir bei gedacht gerade? Das ist doch viel zu eng, oder? Da ist doch... Es ist auch viel zu eng, die Scheiße hier. Wer baut denn sowas? Mann, Scheiße. Jetzt hast du das selber gebaut. Ja, ich weiß. Ruhe. Hey, Alter, was ist denn hier? Nein, Ruhe jetzt. Oh, das hat Gronkh auch immer gemacht früher. Machst du voll Gronkh nach? Ja, mach ich. Und? Problem? Dann kannst du das nicht machen. Natürlich kann ich das machen. Ja. Das liegt an der Energie, die ich zu mir genommen habe. Du Energie-Junkie. Ja. Und du? Du bist voll süchtig. Und wenn du jetzt getrunken hast, dann bist du voll cool drauf und alles, das musst du öfter machen. Nee, weißt du, das ist nicht so cool. Doch, das ist total lustig. Die Zuschauer finden das auch voll gut. Welche Zuschauer? Die beiden. Na gut, sind schon ein paar mehr. Ja, aber die kommentieren nicht. Ja, ich weiß. Ne, und nun? Weiß ich auch nicht. Oh, komm, sag mal. Ich habe aber keine Idee. Es ist mir schon klar, dass du keine Idee hast, aber warum? Weil ist so. Ja, aber ist so ist keine Begründung. Wohl ist es so eine Begründung. Nein, ist es nicht. Doch, ist es. Ja, wenn du das sagst. Ja, sag ich. Und nun hast du ein Problem damit? Ja. Gut, genug gealbert. Geh noch mal ein paar Steine holen. Es ist halt doch, wie gesagt, ein bisschen eng gewesen. Er hat eng gesagt. Halt's Maul. Okay. Ja, das ist meine Einblendersprache. Habt ihr wahrscheinlich nicht gemerkt, weil ihr meine Videos natürlich nur im Hintergrund irgendwie mitlaufen lasst. Ich blende ab und an mal lustige Texte. Nee, gar nicht, das mache ich. Halt's Maul. Okay. Und, ja, über diese Texte ist so ein bisschen die Meta-Ebene quasi nochmal eine weitere Person, die das Gesehene kommentiert. Das bin ich. Halt's Maul. Okay. Und, ja, diese Person ist nicht freundlich. Bin ich wohl. Ich hab gesagt, du sollst... Ruhe jetzt. Diese Person ist nicht freundlich, die ist so ein bisschen sarkastisch und kommentiert das Ganze. Hey, wie die Scheiße, die du hier baust wieder, ne? Du bist voll Idiot. Alter? Bist du frech? Hey, hast du Angst vor mir? Nein. Ja, der das Ganze so ein bisschen lustig kommentiert und eben noch so eine weitere Ebene mit reinbringt. Ja, das war gut. Hey, du Idiot. Halt's Maul, hab ich gesagt. Okay. Ja. Sonst, diese Person, die interpretiere ich gerade aus irgendwelchen mir nicht verständlichen Gründen. Ja, weil du ein Idiot bist. Ich hab gesagt, du sollst Maul halten. Okay. Ja, einfach nur so. Wahrscheinlich hat der Einblendesklave recht. Es liegt am energiehaltigen Erfrischungsgetränk. sag ich doch. Eierloch, sag ich doch. Alter. Mach mich nicht sauer. Ich rufe hier nicht auf Scheiße an. Ich bin 22 Jahre alt. Ich kenne das auch, das Video. Das ist total alt, du Idiot. Ja, und nu, was willst du tun? Weiß ich nicht. Siehste. Dieses Video. Ich glaube, das wird eine Katastrophe. Andererseits kann das natürlich auch der Beginn einer wundervollen Karriere sein. Du Idiot, du glaubst doch wohl nicht selber dran, dass du damit Erfolg hast. Nee, tu ich nicht, aber... Nee, wirst du schon sehen, was du...
Machst du mich nach? Nö. Ey, aber warum bist du so doof? Ja, es ist halt so. Jetzt finde dich damit ab und halt die Fresse. Okay. Ja. Ja. Gut, okay, das passt jetzt vom Abstand her. Ich kann, glaube ich, nicht mehr normal reden. Du bist nicht... Tut mir leid, Leute, ey, ehrlich. Ich weiß nicht, so langsam... Da ist schon wieder ein Schaf. So langsam läuft's, glaube ich, ein bisschen besser. Ich guck ja ab und an... Aus irgendwelchen mir nicht verständlichen Gründen. Weil du ein Idiot bist. Ich hab gesagt. Ja. Ich gucke ja manchmal aus mir nicht verständlichen Gründen einfach nochmal ein paar von meinen alten Videos. Einfach nur so. Und da fällt mir dann eben doch teilweise auf, dass es doch so ein bisschen, naja, schlechter war als jetzt inzwischen. Das ist aber mit allen Dingen so, die man häufiger tut. Aber es war vom Stil her dann da doch noch so ein bisschen was anderes, allein schon die letzte Folge. Ich glaube, das liegt wirklich einfach nur am energiehaltigen Erfrischungsgetränk. Wobei das ja laut... Moment. Macht ihr das auch immer nach dem Trinken erstmal schön sagen? So, ich habe übrigens das laute Husten, was dann noch folgte, wieder rausgeschnitten. Ah ja, Erfrischungsgetränke. Gibt dann da doch ja diverse Aussagen. Alter, bist du ein Springbock oder bist du ein Schaf? Habe ich genau gesehen, was du gerade... Aber geht das bei dir? Naja gut, dann hüpfen wir weiter rum. Gibt ja so Untersuchungen, Studien, Forschungen, wie auch immer man das nennen will, bezüglich ja Energy Drinks, die dann da festgestellt haben, dass... diese Wirkung, die diese laut Werbung entfalten sollten, theoretisch zwar möglich ist, tatsächlich aber schon irgendwie von einer einfachen Tasse Kaffee in der Intensität überschritten, überstiegen werden. Alter, ich... Wortfindungsschwierigkeiten. Du Idiot! Ja. Trotzdem ist mir aufgefallen, immer wenn ich dieses Erfrischungsgetränk zu mir nehme, es wirkt. Sei es nun tatsächlich, weil es körperlich irgendwelche Dinge auslöst oder unterdrückt, oder ganz einfach, weil ich ganz gerne hätte, dass es wirkt. Tatsache ist, es funktioniert bei mir. Wahrscheinlich bin ich wirklich tatsächlich so ein kleiner Energy Drink Junkie. Und kann erst dann vernünftig mich artikulieren, wenn ich einen Schluck von diesem Zeug getrunken habe. Was ein bisschen nach Kirsche, aber ansonsten relativ eklig schmeckt. Ja, da war das dann wieder so ein bisschen Stille. So. Wollte gerade sagen, hier ist ein Loch. Nein. Habe ich mir hier eigentlich irgendwie mal was bei gedacht oder ist das einfach hier so entstanden? Na, egal. Jetzt sind wir doch schon irgendwie bei 33 Minuten. Ich könnte natürlich wieder so eine richtig lange Monsterfolge machen und einen Teil davon nachher wieder zusammenschneiden. Nein. Ich habe ja immer so ein bisschen Probleme damit, irgendwie, wenn Let's Player irgendwie Sachen vorproduzieren, so 3 Wochen im Voraus quasi dann und dann alles auf YouTube hochladen und dann zeitgesteuert veröffentlichen. Finde ich total nervig. Da guckst du dir irgendwas an, schreibst irgendeinen Kommentar, nur um dann irgendwie dich dran zu erinnern, ach ja, der Typ ist ja jetzt im Urlaub. Ne, warum sollte ich einen Kommentar schreiben oder ein Video, wo derjenige, der das hochgeladen hat, das den Kommentar sowieso erst dann sieht oder sich dann dafür interessiert, wenn überhaupt, wenn er aus dem Urlaub zurück ist. Deswegen, jetzt aktuell 24.01.2015, 23:14 Uhr. Ja. Ein Video wird bearbeitet und hochgeladen und wenn es hochgeladen ist, war's das. Und dann werde ich wahrscheinlich eher nicht mehr weiterspielen, weil ist so. Hey, du hast doch vorhin gesagt, ist so, ist keine Begründung. Ja, habe ich, aber ich darf das. Ach so.
Ja. Okay. Weil ist so, ne? Ich könnte natürlich auch einfach diese Dinger hier jetzt verbraten. So. Wieso hatte ich jetzt eigentlich ist so gesagt? Begründung für irgendwas? Alter, Erinnerung wie ein Goldfisch, ey. 3 Sekunden. Ja. Ach ja, wegen irgendwas machen oder nicht machen? Hochladen, YouTube-Videos hochladen, Minuten dauert. Nein, nicht dauert. Das was war zeitgesteuerte Aufnahmen. Also was auch immer ich gesagt habe, ich habe es vergessen. Es ist wohl doch der Energy Drink, der dann so ein bisschen blöde macht. Nee, ist auch egal. Mir fällt gleich wahrscheinlich wieder irgendwas anderes ein, was ich erzählen kann. Alter, du bist so ein Idiot, ey. Ja, manchmal. Gut, der Gang ist gleich fertig und dann würde ich sagen, reicht's dann auch erstmal. Da kommt dann jetzt irgendwie diese Untertrennung rein. Ich hatte hier irgendwie neulich noch eine total geile Idee, was man hier machen könnte. Man könnte das irgendwie aber jetzt halt auch nicht mehr so richtig, ne? Also diesen Bogen hier, das würde ich so natürlich ganz gern behalten. Könnte natürlich hier einfach einen anderen Bogen ansetzen. Wobei das Thema hatten wir ja nur letzte Woche schon, dass es irgendwie nicht so richtig geil aussah. Ich denk mal, ich werde hier einen Bogen ansetzen, der hier rumgeht. Und hier einen Bogen ansetzen, der dann, also quasi an demselben Stein, der dann hier einmal rumgeht. Jetzt habe ich die Steine natürlich vorhin alle weggeschmissen. Ah, da muss ich aufstoßen von dem Energy Drink. Natürlich Informationen, die ihr beide alle natürlich brennend wissen wollt. Da mache ich mal 12 von, das müsste reichen. Yep, bap, bap, bam, bam, bam. Och nö, ey, das sieht scheiße aus. Sag ich doch. So dann, wa? Ich wollte ja mich so ein bisschen hier an dem dann orientieren, ne, mit diesen Einlassungen in der Wand. Hierhin. Dann muss hier aber auch noch rein, ne? So. Aber sagt mal, der neue Stil, den ich mir ausgedacht habe für die Videos, ist das in Ordnung oder ist das scheiße? Sprechpause, Sprechpause. Na, 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 na. Dass ich keine Musik in die Videos einspiele als Hintergrundmusik, ist übrigens Absicht. Ganz einfach aus dem Grund. Alter, was machst du denn hier? Geht das bei dir? Das ist mein Keller raus. Einfach mit dem Hintergrund spiele ich keine Musik ein. Da natürlich, A, nicht jeder Musikgeschmack gefällt. Und B, YouTube, GEMA, ey, lösch mal dein Video. Es könnte sein, dass da was ist, was wir vertreten. Ne? Also von daher, keine Musik in meinen Videos, aus eben genau diesem Grund. Und natürlich eben auch aus dem Grund, weil natürlich nicht jedem alles gefällt und ich dann nun keinem irgendwie vorschreiben will, was denn nun bitte zu hören ist. Wer Musik im Hintergrund haben möchte, macht euch ein Radio an, schaltet euch einen Musikstream ein, gibt genug Möglichkeiten, Musik zu hören. Hier mache ich übrigens so eine Dingstreppe hin. Stein, Glattstein, bla, blub, wie heißen die überhaupt? Stone Tile. So Stone-Tile-Treppe. Aber damit es farblich passt. Zack, zack. Das hier rein. Zababam. So, ne? Dann haben wir hier nämlich schon mal so einen Abgang. Und du machst jetzt auch mal hier einen Abgang, ey. Jetzt ist aber mal hier echt. Tschüss, danke. So. Dann ist hier dann zumindest diese Ecke schon mal fertig. Was haben wir denn hier? Vier. Das sind vier, das könnte
könnte immer so Viererabschnitte sein. Wir müssen auch schon mal so ein bisschen planen. Eins, zwei, drei, vier. Würde hier laufen. Ja, der bleibt mal offen, würde ich sagen. Also es ist, glaube ich, so auch relativ in Ordnung. Er ist halt hier so ein Kreuzungsbereich, dann geht's hier nach draußen. Das bleibt so, wie es ist. Es sind halt immer ein paar mehr jetzt hier. Hier könnten wir echt so Viererabschnitte dann machen, die dann auch oben sich dann schließen. In den Viererabschnitten, ja gut, hier ist er jetzt nur drei hoch. Da könnte man dann unten noch ein bisschen was reinbauen. Eins, zwei, drei, vier. Das heißt, hier geht's runter. Zack, 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 zack. Ich glaube, dann werde ich das hier oben nämlich auch mit den Stone-Tail-Treppen machen. So wie hier. Das ist überhaupt die richtige Höhe. Vier. Das sind nur drei, ne? Eins, zwei. Eins, zwei, drei. Verkackt. Also, zack, 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 zack. Dann gehen wir hier nämlich einen weiter. So. Das war dann ja soweit alles wunderschön hier schon. Ich habe schon im Hinterkopf, wie ich dann die Beleuchtung machen werde, so ein bisschen. Zeige ich euch dann gleich. Und dann sollte es dann nämlich auch mal gewesen sein hier so langsam. Weil jetzt reicht es echt irgendwie 40 Minuten. Ja. Guckt doch sowieso keiner den Scheiß hier. Kann ich auch erzählen, was ich möchte. La 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 la, la 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 la. 1, 2, 3, 4, 5, der ist es. Gut, dann kommt der hier weg. Ach. Och, ehrlich, muss ich da jetzt für hochlaufen? So. Ja. Es ist langsam. Es ist langsam, du Idiot, Alter, das ist auch eine Steinhacke, die ist natürlich langsam. Das weiß ich selber. Och nö, wisst ihr was, ich lauf nochmal eben hin. So, do. Ich habe übrigens wirklich zu viel so gesagt in der letzten Folge, ne? Warum kommt denn da jetzt nur so wenig raus auf einmal? So, das hier brauche ich. Dreimal, dann kommt nämlich hier erstmal die Scheiße wieder weg. Ja komm. Weg damit. So viel werde ich da. Ja, na gut, ich behalte sie mal lieber. Man weiß ja nie. Zack, zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Vielleicht werde ich die Folge auch in zwei Teile aufteilen. Die ich dann natürlich direkt nacheinander hochladen werde. Wahrscheinlich aber eher nicht. So, das ist übrigens wieder eine von den Sprechpausen. Ja, es ist halt wie es ist, ne? Jeder spricht halt ein bisschen anders, hat einen anderen Sprachfluss und meiner ist dann halt ab und an mal mit so ein bisschen Pausen drin. Weil, ist so. Hey, du hast doch... Halt's Maul. Okay. Ja. Gut, dann, brauche ich da noch ein paar von. Mach mir da gleich mal ein paar mehr. Ich brauche die ja eh noch. So, komm hier. Zack. Dann mache ich mir mal einmal eine Rutsche Treppen hier. Acht, das reicht für zwei. Okay. Brauche ich eh nicht mehr. Hier kommt so rein. Was das soll, ergibt sich dann später. Machen wir hier auch. Wie war das jetzt hier? Zwei nach oben, zwei nach oben. So. Ah, zwei nach oben. Das erkläre ich noch. So, eins, zwei, drei, hier. Mensch, wie als ob's gewollt wäre. Wie als ob's gewollt wäre. So, hier, zack, zu, rum, zack, boing. Einmal den Ring bauen.
einmal die laute Mausklickerei hören. Dann. Wie mache ich das denn hier? Da kann ich natürlich Ecktreppen dran setzen, ne? Dass die hier mit diesem Knick dann dran. Glaubt, die mache ich mir dann mal eben. Das brauche ich nur einmal. Naja, gut, okay. Wir gehen übrigens hart auf die 45 Minuten zu. Beziehungsweise haben wir inzwischen erreicht. Wahrscheinlich ist das Original oder das hochgeladene Video tatsächlich ein kleines bisschen kürzer. Moment. Wahrscheinlich ist das hochgeladene Video wirklich deshalb ein bisschen kürzer, weil am Anfang, bevor das eigentliche Video quasi beginnt oder bevor der Teil beginnt, der hochgeladen wird, ist immer noch so ein bisschen Vorlauf. Aus zwei Gründen. Einmal natürlich gucke ich, dass alles läuft, sonst nehme ich wieder auf, ohne dass es funktioniert. Zum anderen ist, ich lasse immer so 5, 10, 15, 20 Sekunden, wo alles läuft, wie es laufen soll. Bin in dem Moment komplett still, dass das Rauschen und die Hintergrundgeräusche und tatsächlich sogar das Brummen des Netzteillüfters des Computers aufgenommen wird. Einfach um nachher so ein bisschen Puffer zu haben, damit ich die... Ich kratze mich übrigens gerade, das hört man wahrscheinlich auch. Ja. Einfach um damit so ein bisschen die Rauschunterdrückung von Audacity dann da so ein bisschen Fleisch hat, um zu arbeiten. Da markiere ich dann den Teil dann eben entsprechend und baue dann daraus ja das Profil für die Rauschunterdrückung. Deswegen ist da vorher dann immer so ein bisschen was und das hängt natürlich dann im Video mit drin. Deswegen, wenn ich Zeitangaben nenne zum Video, die stimmen im Regelfall nicht mit dem überein, was dieses Video tatsächlich dann an Dauer auch hat. Jetzt muss ich ja ganz kurz mal schauen. Ich brauche die Ecktreppen andersrum. Die muss ich mir dann drehen. Das sind diese hier. Okay, da brauche ich zwei Stück von. So. Das ist das, was ich haben wollte. Gut. Hier. Ja, jetzt so langsam ist die Luft raus, ne? Mach das jetzt eben noch fertig und dann... Ja, hat ja super geklappt. Da hat's geklappt, wie es soll. Ja, ich mach das jetzt eben noch fertig hier und dann sehen wir uns dann auch nächste Woche wieder. Na, jetzt... Wie wird denn der jetzt benutzt? Der ist doch jetzt aktiv, oder nicht? Schön. So muss das sein, aber wie benutzt man den denn jetzt richtig? Da war doch immer diese Dingsanzeige dran. Left-click rotates. Ja. Wird der jetzt anders benutzt? Kann mir das mal jemand erklären, bitte, wie der Schraubendreher jetzt benutzt wird? Weil eigentlich war Shift, dann kann man den Modus ändern. Das haut da irgendwie... Naja gut, er tut, was er soll und ich kann es drehen, aber... Hilfe! Kann mir das mal einer erklären? Danke. Da hab ich den hier jetzt gedrückt. Achso. Ey, Tastatur umgehen kann ich auch nicht mehr, ne? So, also, ihr seht schon. Das ist quasi einmal für die Beleuchtung. Da kommt's hin, da kommt's hin. Da. Ich muss tatsächlich nur einen zurückgehen mit der Wand. Das ist ja schön, okay. So, so. Und all das Drama nur für so einen blöden Kellergang. Ganz ehrlich, ey, was hast du dir da für eine Scheiße bei gedacht? Hey, das frage ich mich auch immer, wenn ich dann die Videos sehe. Ja, das ist richtig. Das ist aber okay. Wenn du dich das fragst, ist das nicht weiter schlimm. Wenn ich mich das frage, muss ich mir Gedanken machen. Hey, du sprichst mit dir selber mit verstellter Stimme, du Idiot. Ja, das ist richtig. Das tue ich. Das tue ich aber auch in der Realität ab und an mal. Hey, du Idiot, Alter. Sprichst mit dir selber. Ja, es gibt Leute, die tun das. Hey, aber nur Verrückte tun das. Nein, nicht nur Verrückte, auch Leute, die ganz gern mal so ein bisschen laut nachdenken, tun das. Hey, du kannst doch gar nicht denken. Boah, wenn du wüsstest, was ich alles kann, mein Freund. Hey, du bist ein Idiot, Alter. Du sprichst mit dir selber in verstellter Stimme. Ja, und du wiederholst dich. Hey, ich tue, was ich will. Ja, ich auch. Okay. Ja, schnell ist er zu überreden, ne?
Nee, aber gibt da tatsächlich Leute, die, naja, nun ist es nicht so, dass ich nun tagtäglich mit, nur vor mich hin brabbel mit mir selber. Aber so ab und an beim Coden oder bei anderen komplizierten Dingen, da spreche ich schon manchmal laut. Ganz einfach, weil es tatsächlich auch dem Denken so ein bisschen hilft, laut Sachen zu artikulieren. Also ist mir zumindest aufgefallen, ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich habe zumindest gemerkt, dass es tatsächlich so ein bisschen was bringt. Und dann ist wieder eine Sprechpause. Hä, Sprechpausen sind doof. Ja, das ist richtig. Es ist aber halt so. Okay. Hey, eigentlich bist du voll cool. Hey, Leute, ey, das darfst du echt keinem mehr zeigen, wie scheiße hier. Oh, ich könnte natürlich auch hier, ähnlich wie im anderen Keller, hier mit Ecktreppen, hier normale Treppen, hier Ecktreppen, hier so eine kleine Mini-Wölbung reinbauen. Gut, da kann ich zwar nichts reinhängen, aber dann hat es noch so ein bisschen mehr Struktur hier oben. Also quasi diese hier weg. Das hier weg. Na gut, die könnten müssen alle weg. Ne? Also, aber dann kommen die hier auf jeden Fall einen höher rein. So. So, ja, gut. So. Zack, zack. Und dann hier eben mit Treppen drumherum, dass es so ein bisschen Struktur hat. So. Hier rein, hier rein. Das ist natürlich dann die Frage, das könnte dann, ja gut, das sind dann ja die Säulen. Ich wollte dann auch natürlich wie im anderen Keller drüben, warum sagt mir denn keiner was? Ich bin hier am Verrecken. So, hier, Schluck, fertig, so. Wollte nämlich hier wie drüben im anderen Keller, auch dann mit Säulen arbeiten. Von den Abständen hier sind es hier halt 4 und 4 halt immer so an den Ecken dann. Nur Kronleuchter kann ich halt keine reinhängen, weil hier oben das dann nicht hinhaut. Da muss ich mir dann nochmal was ausdenken. Ich glaube, da werde ich dann irgendwie Säulen an die Wand. Säulen an die Wand, sag ich schon. Fackeln an die Säulen. Könnte man auch bringen, ne? Das überlege ich mir. So, jetzt brauchen wir diese anderen Dinger hier noch. Wie gingen die? Gingen die mit denen hier? So war das, ne? Komm, jetzt nimm den Scheiß. Nein, nein, nein. So war das. Siehst du mal. Gut, das gibt immer 6. Warum auch immer das 6 ergibt. Die kommen nämlich hier wieder rein. Ja, ne, und schon haben wir quasi das Design von drüben übernommen. Hier hinter mache ich dann, wie drüben im anderen Keller, die Beleuchtung und werde das in dem Keller dann hier fortführen an der Wand außen rum und die Säulen dann in die Mitte und ja, da muss ich halt mit Fackeln an den Säulen arbeiten. Oder gibt doch, glaube ich, auch irgendwelche Lampen, die man noch nehmen kann. Dann werde ich die dann an die Säulen entsprechend dranhängen. Aber der Weg ist auf jeden Fall deutlich zu erkennen, glaube ich. Das Video ist jetzt 53 Minuten lang. Es ist jetzt der 24.01.2015, 23.33 Uhr. Und das sollte mal ein Infos gewesen sein. Ich gehe mal eben wieder an die Oberfläche. Wahrscheinlich eh gerade Nacht, sage ich doch. Und das Ding baue ich auf jeden Fall noch fertig. Ich wollte erstmal den Keller zu Ende bauen. Ich habe übrigens die Säulenecken unten im Gang vergessen. Das ist aber nicht weiter tragisch. Das weiß ich ja nun. Und Ach, was soll's. Ich sag's jetzt einfach. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns nächste Woche. Tschö!